So, Hallöchen, nächstes Replay, Replay Nummer 7 oder so. Keine Ahnung, wir machen einfach los. Bluck gegen Zyriak, TVZ auf Orbitalwerft, Gold gegen Platin. Laut Ladescreen. Und wir erzählen einfach weiter von der HSE-Tante. Hi, Zergi-Boy. Hm. Ja, was wollte ich da noch erzählen? Ja, ich habe ja auf der Arbeit rumgefragt bei so ein paar Kollegen, ob die noch so alte Nintendos, Gameboy, Game Gear, Sega, irgendwas, Konsole, alte Spiele haben, weil ich da sowas sammle und zum Teil auch weiterverkaufe. Also einen Teil davon behalte ich. Den, was ich schon habe oder so, verkaufe ich weiter. Hat, ein paar haben was. Unter anderem auch die HSE-Tante. Sagt sie, ja, Stefan, ich habe einen Gameboy im Keller, noch den allerersten. Den gab's schon, da warst du noch gar nicht auf der Welt. Ich sag so, ja, ich weiß. Ja, den großen Grauen. Ich sehe, ja, ich weiß. Ich bin 83er Jahrgang. Der Gameboy ist 89. Ach so. Ich sage, ich kenne mich damit aus. Ah. Ja, ich auch. Ich bin Elektromessi, sagt sie. Ich habe den ganzen Keller voll. Ich sage, brauchst du den noch? Nee. Aber ich hatte auch Spiele dafür. Ja, ich habe so 10 Spiele, sagt sie. Und noch so eine komische, transparente Box, wo man den reinpackt und 6 Spiele. Ich sage, ja, bring mal mit, gucke ich mir an. Wenn was Gutes dabei ist, dann kaufe ich es dir ab. Meint sie, aber nicht unter Wert, nicht unter Wert. Zwei Tage später schleppt sie den Gameboy an. In der Pause knallt sie mir das hinten auf den Tisch. Hier. Ich so, ja, und? Und dann gucke ich mir das so an. Was willst du dafür haben? Ja, weiß ich nicht. Muss mir erst mal gucken, was das wert ist. Vor allem, die hat ja kein Internet. Da sagt sie, sie geht immer zu einer Freundin, wenn sie Internet macht, wenn sie gucken will, was irgendwas. Sie hat nur ihren Fernseher und HSE, das ist alles, was sie hat. Und ihr Haus. Mit ihrem. Die wohnte mit einem Typen, die haben irgendwie sich ein Haus gekauft, sind aber nicht zusammen, keine Ahnung, ist mir auch egal. So, dann gucke ich mir die Spiele so an. Ja, Super Mario, Tetris, Golf. Nichts Besonderes. Ja. Sagst du, willst du haben, willst du haben? Ich sag, ja, lass mich doch erstmal gucken. Ne? Und dann meint sie ja, das wären ganz alte Spiele und die sind ja richtig was wert. Linge hier von Bluck. Und dann habe ich ihr auch erzählt, ja, durchaus, es gibt das ein oder andere Spiel, da ist nur das Modul. Ja, es gibt Spiele, da ist nur das Modul ein 100er wert. Ja, auch für N64, Super Nintendo, NES und so weiter. Da gibt es teilweise echt Spiele, die sind heute Schweinegeld wert. Wenn du damit Verpackung noch hast und mit OVP und mit Anleitung, dann Hagane zum Beispiel für Super Nintendo. Ein super teures Spiel. Ja. So, er bohrt sich hier so ein bisschen ein, der Zyriak. Baut hier ordentlich Baracken, Starport. Und der Zerg will hier hinten 8 Banelinge will er bauen. Gut. Ach, er hat den Bauchbeutel schon erforscht. Okay, er macht es noch ein bisschen schärfer als der andere Zerg vorhin. Mit nur Lingen, sondern er droppt Banelinge. So, alles klar. Sie hat da so ein paar Spiele dabei. Wie gesagt, Super Mario, Tetris, Golf, Mega Man und sowas, nicht? Und dann sagt sie so, ja, was willst du denn haben? Ich sag so, ja, das Mega Man würde ich vielleicht nehmen. Ja, wie viel? Ich sag, ja, muss ich erst mal gucken. Ja, dann gucke ich so bei Amazon, was so der Preis ist, auf dem Handy so in der Pause geguckt. Was kostet denn so ein normales Mega Man Modul? Ja, Mega Man kostet so 3, 4, 5 Euro. Ne, sagt sie. Ne, da lege ich das lieber noch 10 Jahre in den Keller. Das kostet ja nichts, das nimmt ja nichts weg. Aber 3 Euro, bäh. Weil sie hat mir da ja in den höchsten Tönen von ihrem Gameboy erzählt und was sie da nicht für Juwelen hat. Ich sag so, ja, lass du erst mal gucken. Ja, und dann habe ich ihr gezeigt, Gameboy Golf zum Beispiel, das gibt's auf Amazon für 99 Cent. Glaube ich nicht. So, dann zeige ich ihr Amazon, ne, habe ich eingegeben, Game Boy Golf, ja, und dann steht dann da die Artikel, Game Boy Golf, und dann steht dann da ab 99 Cent, ich halte das so hin, sie guckt, wie lange geht denn das noch? Ich so, wie lange geht denn das noch? Ja, ist doch eBay, Auktion. Ich so, nein, das ist Amazon, das kannst du sofort kaufen für 99 Cent. Ah, wer weiß, was das ist, das glaube ich nicht. Die denkt echt, sie hat da mit ihren 3 Spielen, die sie da hat, da die teuresten und Supermillionen im Keller liegen.
Ja, Linge an der Wall, Bane-Linge hinten rein. Ja, war jetzt nicht so gut. 4 Bane-Linge, 4 ACDs. Denkt sich Zerg wahrscheinlich auch so, scheiße, nein, das ging. Ich habe mein Nutri-Bullet vergessen, denkt er sich. Mist, das kann ja gar nicht klappen. Irgendwann habe ich dann auch die Schnauze voll gehabt von ihrem komischen Gequatsch. Da hier, pack allen einen Kram. Ist nichts dabei für mich, habe ich gesagt. Außer eben das Mega Man, habe ich gesagt. Das würde ich für die 5-5er würde ich das abnehmen. Das, nein, 5er ist mir zu wenig. Da lege ich das lieber nochmal 10 Jahre in den Keller rein. Und, oh, ja, dann pack rein in den Keller. Alter, die alte ist auch. Ja, Amazon, wer weiß, was das ist. Das wird sich alles nicht durchsetzen. Ja, so ein kleiner Drop hier hat leider nicht funktioniert. Und jetzt kommt erst die Echse. Das ist natürlich richtig behindert. Ja, vor allem laut Ladescreen war Bluck Platin und der Zyriak ist Gold. Ja, hat jetzt hier schön, hat er gut gemacht, hier schön nebenbei hier verteidigt. Ich meine, ja, der Zerg hat es auch nicht so doll gemacht, aber er hat es gut gemacht und hat hier auch schon schön Baracken gebaut, ist am Switchen, ist am Machen. Die Echse ist fertig, hat jetzt auch nicht so viel SCVs, aber immerhin mehr als der Zerg und der hat halt eben die Echse jetzt erst gebaut und von einem Platin-Spieler erwarte ich da schon ein bisschen mehr. Ja. Boah. Oder wenn wir irgendwelche Betriebsversammlungen haben oder irgendwelche, da gibt es ja alle Viertel, halbe Jahre, kommt ja irgendwer an von den Reinigungsmittelfirmen oder von den irgendwas, irgendwelche Firmen oder sei es auch nur der Erste Hilfe, der Ersthelferkurs. Ja. Oder irgendeine normale Betriebsversammlung, wo halt gerade mal so abgeht hier, ja, was ist in den letzten paar Monaten passiert, was ist nicht passiert, was können wir machen, was können wir besser machen, was war gut, was war schlecht. Bla bla halt, ne? Sie hat, die blabbelt immer dazwischen. Sie weiß immer alles schon vorher und besser und oh. Und es gibt halt ein paar Leute, die halten dann die Schnauze, aber hinterher, oh, die ja, schon wieder mit ihrem Gelaber da. Und beim nächsten Mal werde ich auch, wenn das nächste Mal irgendwas ist, dann sage ich ihr, bitte, ich mag dich ja ganz gern, aber halt die nächsten 10 Minuten einfach mal die Schnauze. Ich bin eigentlich nicht so ein Typ, der sowas macht. Ich traue mich das eigentlich, ich bin da so ein bisschen so, ne? Aber irgendwann reicht's mir, mir reicht's jetzt. Beim nächsten Mal, dann werde ich das sagen. Und dann so werde ich rausgehen. Yes! Noch nebenbei Lucy die Nummer zugesteckt. Und dann geht's ab. Alter Schwede. Boah, die ist wie gesagt völlig abgegangen auf ihr HSE und ihr Nutribullet. Und dann die eine andere Kollegin, habe ich das dann erzählt, wie sie mir wieder auf die Nerven gegangen ist vorhin. Sage ich so, oh, die mit ihrem Nutribullet. Dann meint sie, ah, vergiss es, sagt sie. Davon erzählt sie mir jeden Tag, was sie sich wieder Tolles gemixt hat und was sie sich alles klein hackt. Ich höre da gar nicht mehr hin. Ja, meine ist mal so ein Quatsch. So, Zyriak will droppen. Zyriak Supply blockt. Zyriak baut keine Butzen. Stimmt mir ein bisschen spät. Das haben wir vorhin schon bei anderen Terras hier gesehen. Hier bei 6,50 ist das gerade mal bei der Hälfte. Da haben wir schon bei anderen Terras gesehen, dass das halt schon bei 5,30 schon fertig war. Wenn man es dann drauf anlegt. Aber jetzt gibt es erstmal Drop. Dritte Base für Zerg, wie gesagt, sehr, sehr spät. Und der ist auch super low im Drohnen-Count. Auch ja, hier 21, 28. Aber er hat jetzt schon den T2, den Spire unterwegs. Aber jetzt gibt es ja erstmal Drop. Och, sofort eingeladen gegen die Baning. Aber die Mutti musst du nochmal holen. Komm, einer noch. Ja, das macht er gut. Ah, schade. Aber die Idee war gut. Er hat dann am Ende das Focus Fire so ein bisschen gefehlt, aber er hat gesehen, ja, die Queen, die hole ich mir noch. Das war eigentlich gut gedacht, aber leider hat es nicht geklappt. Ja, morgen ist nochmal eine Chance für mich, Lucy. Morgen ist sie nochmal da. Mal gucken, ob, ich sie noch mal, ob sie mir nochmal über den Weg läuft. Ja, Stim und Schilde sind jetzt fertig. Wie gesagt, wenn er das früher angeschaltet hätte, Stim und Dingens, dann wäre das jetzt zu dem Drop schon fertig gewesen und dann wäre die Queen noch tot gewesen. Ich meine, ja, er war so ein bisschen delayed, weil er sich jetzt ja hier auch zugebunkert hat wegen dem Baning-Drop, aber ich glaube, das wäre trotzdem möglich gewesen. Habe jetzt nicht so drauf geachtet, weil ich hier so am Quatschen bin, aber trotzdem. So, so Baning-Speed plus 1. Und Viking auf Overlord-Jagd. Einer ist schon kaputt, aber naja, für einen Platin-Stärk ist das ein bisschen mager hier, oder? Was er hier macht. Einer hier, einer da, der auch wieder ein... ne?
werde ihr erstmal noch, vor allem wie sie dann ankam mit ihrem Zertifikat. Ja, das ist ein zertifiziertes Produkt. Ja, sonst dürfen die das ja gar nicht rausbringen. Ich sag so, aha, das ist richtig. Alles Mögliche ist irgendwie zertifiziert. Ja, aber der Nutribullet. Gott. Und dann habe ich sie halt gefragt, ob das irgendwie wissenschaftlich, das habe ich ja vorhin schon erzählt, ob es wissenschaftlich erwiesen ist, dass dieses Ding irgendwas freisetzt. Ja, und dass das auf molekularer Ebene zerhäckselt, dass dann da tausendmal mehr Mineralien rauskommen, als wenn es so ist. Oder mit einem normalen Mixer zerhackst. Ja, dann bringt sie mir dieses Rezeptbuch. Und dann guckt sie, setzt sie ihre Brille auf. Ja, hier irgendwo steht das zertifiziert, Zertifikat. Ich sag so, hast du schon mal ein Zertifikat gesehen? Das ist irgendwie so eine DIN A4, DIN A5 Ding, wo drauf steht, hiermit wird bestätigt, ne, was weiß ich, in so einer Firma DIN 9000 zertifiziert. Oder TÜV ist ein Zertifikat. Ja, und kein Rezeptbuch. Hat sie nicht verstanden. Ah, die Mutter ist hier, die haut jetzt so breit, denkt sich der Züri. Züri ist niedlich. Oh. Gott, oh Gott. Und da habe ich vorhin nochmal gegoogelt auf dem Klo, beim Kacken auf Arbeit, nach diesem Nutribullet. Das Ding scheint scheinbar wirklich ganz gut zu sein. Also als Mixer. Aber ich habe mehrere Testberichte gelesen und in keinem, außer bei Nutribullet direkt oder HSE, steht da irgendwas von Extraktion. Sonst steht da immer, ja, hier 600 Watt Motor, zerhackt ganz gut, hat ein bisschen Probleme bei faserigem Zeug, wie hier so, ne, faseriges Zeug halt. Oder frisches grünes Zeug hier, Kräuter, das kriegt er auch nicht so klein. Aber an sich soll das wohl in der Preisklasse ein ganz gutes Gerät sein, als Mixer. Aber nicht als Extrahator, so wie sie das nennt. Ja, nennte. Nentirisierte. Ja, Züri, unser kleiner Terry, kommt hinten rein. Hintenrum ist übrigens immer eine gute Sache. Habe ich jetzt übrigens auch jetzt wieder vor kurzem festgestellt, wenn die Alte auf dem Bauch liegt und du von hinten so ranrackelst, das ist auch gar nicht mal schlecht. Aber pack ihr ein Kissen unter den Bauch oder die Decke irgendwie zusammengerollt, so unter den Wanst, sodass der Arsch ein Stück hochkommt. Das ist für beide besser. 100% echte Gefühle. Ja, und dann kann man auch so entspannt rackeln oder sich drauflegen auf die Alte und hinten so ein bisschen hier am Nacken rummachen. Ne? Und man kann dann auch vorne und hinten. Verstehst du? Ja, Züri hat ja irgendwie nichts gemacht, glaube ich, oder? Moros Christianos sagt, kann ich als Frau nur zustimmen. Ja, also meine findet das auch gut. Ich habe ja noch so ein im Chat gerade zu meiner mach mal den Arsch hoch Geschichte. Hier, kann ich als Frau nur zustimmen. Ja, das ist richtig gut. Ich habe ja auch so ein aufblasbares Sexkissen bestellt. Aber das benutzt man nur selten, weil das ist blöd. Das ist immer so kalt. Das müsste man vorher erst irgendwie aufwärmen. Das ist doch totaler Scheiß. Deswegen nehmen wir einfach eine Decke. Das ist mir gerade nur so eingefallen. Ich weiß auch nicht warum. Und dann kannst du da so, ne? Weißt schon. Also die Moros Christianos, ich habe dich noch nie gelesen im Chat. Aber du scheinst das ganz gut zu finden. Ja, was war da los eigentlich hier unten mit dem Angriff? Warum ist das nicht fehlgeschlagen? Warum hat das nicht geklappt? Was ist da denn passiert? Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall kommt Zerg jetzt an. Da kann man dann auch, wenn die Dame darauf steht, diverse andere Sachen machen. Also das ist gut für vorne und hinten und man kann halt auch während man da so hängt, kann man so, so hinten an die Haare packen und dann, also manche stehen da drauf und dann kann man da schön, oh, schön rattern lassen. Jawohl. Und oder eben auch während man so drauf liegt, so ganz so ein bisschen am Nacken halten und dann schön hinten rumlecken und an den Ohren und sowas. Ist auch gut. Also das ist sehr flexibel.
Man kann das halt variabel machen, indem man eben volles Pfund richtig glühen lässt oder eben etwas langsamer angehen lässt. Das ist gut. Nur so als Tipp. Packt euch Kissen runter. Oder im Sommer halt auch dieses komische aufblasbares Fickkissen. Das geht auch. Aber wie gesagt, das ist immer so kalt. Alter Schwede. Jetzt ohne Witz. Ey, ich sag's lieber nicht. So, Terra jetzt dritte Base. Hat euch hier schön gemacht mit so ein paar Marines, Marauders. Auch schön hier die Marauder nach vorne, Marines nach hinten. Ganz vorne die Battlehellions. Wenn er jetzt noch die Dinger ausklappen würde, dann wäre es noch besser. Zerg mittlerweile vierte Base, 140, 130 im Supply. Wir gucken mal auf die Worker. Zerg 20 vorne, so hat man das gerne. Als Zerg zumindest, Doppel-Expand, weil er vielleicht noch ein bisschen wenig Baracken hat. Genau, also auf 3 Base kann man schon mal mehr als 4 haben. Da hat er dann halt auch gemerkt, oh, ich habe ein bisschen Geld über. Baue ich mal statt 3 Baracken 2 CCs. Kann man machen, wie man will. Und ja, jetzt kommen wir bei den Mutas an. Tora hat er keine, dafür Liberator. Ah. Moros Christianos. Bist du noch da? Wir gucken mal im Chat. Ich würde gerne mal wissen, nur mal so aus Interesse halber, wie alt. Moros Christianos. Wie alt du bist und wie lange du hier schon zuguckst. Oder erst. Oder so, ne? Weiß ich nicht. Kann ja sein. Ob du hier schon öfter meinen Quatsch dir anhörst. Es gibt ja so viele Leute. Es gibt ja immer. Oh, die Mine! Richtig gut. Ja, alle Mutas zerflext. Die Mine hat natürlich einen großen Anteil daran und halt auch hier die 4 Liberator, die doppelt angreifen. Das war richtig böse für Zerg. Gucken wir uns gerne nochmal in der Wiederholung an. Es gibt ja immer mal wieder Zuschauer, die dann halt nach Monaten oder Jahren sich dann mal im Chat melden und sagen, ja, ich gucke schon ganz lange zu, ich habe in der Regel nur mit gelesen oder überhaupt nicht den Chat geguckt. Aber jetzt möchte ich gerne mal zu dem oder das was sagen. So, die Mine an sich macht nur 2 Kills, aber sie hittet halt alles. Ja, und die Dinger hier. Ja, buff. Ich weiß jetzt nicht, wer es war, aber er hat ja gerade die Hälfte der Mutas ausgelöscht. Nett. Ja, es gibt ja viele Zuschauer, die die Videos oder die Streams halt nicht wie die. Ja, es gibt halt sehr viele, die gucken es so, wie ich jetzt hier zum Beispiel die Aufnahme mache. Auf dem einen läuft der Stream, auf dem anderen Porno. Oder macht da irgendwelche Schreibarbeiten, irgendwelche Schularbeiten. Oder irgendwas. Sodass sie den Chat auch mitlesen eventuell. Nochmal schön hier so ein bisschen aufgespreadet. Off-Creep sowieso besser für Terra. Und was wollte ich eigentlich gerade sagen? Ach ja, und andere eben, die gucken den Stream nur in groß auf dem Fernseher und interessieren sich überhaupt nicht für den Chat. Die wollen nur sehen, was läuft. Ja, die wollen nicht hier mitchatten, die wollen nicht mit interaktiv mitmachen. Soll jeder machen, wie er will. Ist mir ja völlig groß. Solange er zuguckt. Und Christianos Moros ist 39. Ich sehe deine Streams schon seit Jahren. Ja, schön. Und wie lange ist das mit AI her? Ja. I'm going to fight where you live. Ja, versuche es. Ich komme aus Deutschland. And murder your fucking family. Jawohl. I murder your fucking family. Das müsste man sich auch mal auf ein T-Shirt drucken. Genauso wie letztens das Go fucking die. Ja, mein Go fucking die T-Shirt ist übrigens angekommen. Oh, Handy runtergefallen. Ich weiß jetzt nicht, wer das doch bestellt hatte. Einer aus der Community. Oh, ich bin aber schon ganz schön angedüselt. Hier, mein Go Fucking Die T-Shirt ist da. Ich muss das vielleicht nochmal ändern. Das ist das normale T-Shirt, was so ein bisschen breiter ist. So dieses normale American T-Shirt, was man sich eher so drunter zieht. Vielleicht sollte ich das Premium Shirt nehmen von Spreadshirt. Das ist so ein bisschen figurbetonter geschnitten. Das ist nicht so ganz so weit. Ja. Und ansonsten muss ich vielleicht nochmal gucken, weil der Druck an sich ist qualitativ gut, aber das Motiv ist nicht ganz so. Also es sieht schon gut aus, man kann das so nehmen und auch so tragen, aber ich bin nicht ganz zufrieden, muss ich sagen. Aber es ist gut. Ja, go fucking die, das T-Shirt. Ja, und das kann man noch tragen, glaube ich, go fucking die. Aber wenn man jetzt trägt, so I murder your family, weiß ich, das kommt, glaube ich, nicht so gut.
Oh, ich wollte schon. Ja, ein Replay machen wir noch. Glaube ich. Auf Wiedersehen.